Guten Morgen, Leute. So, die Nacht war in Ordnung, muss ich sagen. Also leicht kalt, kühle Füße, nicht mal kalt, so kühl, ein bisschen am Rücken manchmal, aber ich habe prima geschlafen. Und ja, sitze gerade hier, zünd mir jetzt erstmal meinen Trank hier an, koche meinen Kaffee. Und ja, das Wetter hat sich leider nicht gebessert. Es schneit jetzt nicht mal mehr, es regnet. Und ja, es ist natürlich alles feucht und nass. Es ist ja, eine extreme Belastung für die Ausrüstung. Mir selbst ist warm, das ist in Ordnung, aber mein Material leidet ganz schön. Auch die Technik, Kameratechnik und so, ist nicht gerade so toll. Streichhölzer gehen auch nicht mehr so gut. Aber ich habe ja immer einen Fire Steel als Backup. Naja, es geht gerade noch so. Naja, also heute mein heutiges Ziel ist auf jeden Fall Feuer zu machen. Ich muss meine Sachen trocknen, weil in der zweiten Nacht, wenn da alles klamm ist und feucht, dann wird es kalt. Mein Schlafsack ist außen leicht feucht, aber nur unten, wo er auf der Isomatte drauf war. Ich denke mal, das kommt durch meine Körperfeuchtigkeit vom Schwitzen etwas. Ansonsten ist alles noch tipptopp, also ja, geht gut. Das Einzige ist hier außen eben mein Tarp, ist natürlich komplett nass, aber meine Zeltbahn ist dafür weitestgehend trocken. Und wenn ich dann beim zweiten Aufbau das wieder so mache, hier Tarp aufbauen, unten drunter mein Material, dann bleibt alles ja, schön trocken. Das ist halt das Wichtigste. Und ich hoffe, dass sich das Wetter bessert und dann wird es schon was. Ja, das ist der Blick nach draußen. Liegt doch etwas Schnee, aber jetzt tropft alles, auch von den Bäumen tropft alles herunter. Wie man hier sehen kann, habe ich meinen Rucksack einfach unter den Poncho gelegt und den komplett mit dem Poncho eingepackt, damit er auch trocken bleibt. Hier oben an der Zeltbahn hängt meine EDC-Tasche, die ist sehr wichtig, da ist Licht drin, mein Notfallhandy und ein Kit zum Feuer machen, also die habe ich einfach hier oben hingehängt, immer griffbereit, sehr wichtig. Geschlafen habe ich mit diesem Bundeswehrschlafsack hier. Innen drin ein dünnes Fließinlet und ja, das war in Ordnung. War okay. Meine Schuhe habe ich wieder ausgezogen, weil die mir ein bisschen von Anfang an zu eng waren. Und ich kann da jetzt im Winter leider keine Isoliersohlen reinmachen. Das sind eigentlich meine Sommerwanderschuhe. Das ist. Aber irgendwie laufe ich gerade in denen sehr gut. Und ja. Ich kann die halt jetzt noch nicht anziehen. Erst wenn ich wieder loslaufe, dann ziehe ich sie an, dann werden meine Füße auch schnell warm. Ich habe halt jetzt zwei Paar Socken an. Und ist klar, mit zwei Paar Socken in den Schuh reinzukommen, der genau passt, ist schwierig. Sohle. Ja, das Tarp hier hat dicht gehalten. Also hier vorne im vorderen Bereich ist alles trocken. Nur vorne an der Kante, da tropft es natürlich. Da hat sich richtig Wasser gesammelt in der Senke. Ja. Das ist natürlich schon was, aber ausgezeichnet. Super. Jo. Das Wasser muss ich mich heute auch noch kümmern. Wasservorräte auffüllen und jo, eigentlich wollte ich auch so ein bisschen morgens auf die Pirsch gehen, mich irgendwo platzieren, wo vielleicht Tiere entlang laufen könnten. Vielleicht ein Wildwechsel oder so, aber bei dem Wetter keine Chance. Da sind auch keine Tiere unterwegs. Die ziehen sich da auch gern zurück. Das ist schon gemütlich. Ja, da denkt man natürlich, so ein, ich sag mal, wenn man so unterwegs ist, so Bushcraft-mäßig, ist ganz gut. Jetzt so die richtigen Trekker oder Abenteurer, auch in den Ländern, wo es dann eher noch, wo man noch weiter weg ist von der Zivilisation, Skandinavien vielleicht, Kanada, da haben sie auch oft Zelte dabei. Ist so ein Zelt auch was wert, so ein Ein-Mann-Zelt. Da habe ich mir auch überlegt, jetzt für diesen Winter und auch für kommende Touren, werde ich mir doch mal so ein Ein-Mann-Zelt zulegen. Ich habe so ein Hilleberg-Zelt,
Nalo 3 GT ist natürlich viel zu groß, wenn ich allein unterwegs bin mit der Familie, okay, das ist super. Aber jetzt ja, so ein Einmannzelt und vielleicht noch von Hilleberg, das wäre natürlich was. Das sind natürlich die teuersten Zelte. Da muss ich mal die Augen aufhalten, was es für gute Einmannzelte gibt. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps für mich für ein gutes Einmannzelt. Vielleicht finde ich das auch gebraucht bei eBay. Und da würde ich es auch so machen, das Einmannzelt aufstellen, weil da hat man ja auch nicht viel Platz drin. Und dann auch wieder so ein Tarp drüber abspannen. Dann könnte man es eigentlich doch lang draußen aushalten. Und es ist auf jeden Fall trockener als so. Es ist schon, ja, man ist auf jeden Fall auch windgeschützt dann im Einmannzelt. Hier ist natürlich alles offen. Und dafür hat man mehr Naturkontakt. Hier habe ich so lange Socken, eine lange Unterhose, wollte ich jetzt noch keine mitnehmen. Das sind einfach lange Jägersocken, schön warm, kann man hochziehen, ist gut, wenn man im Schlafsack liegt. Und hier unten drunter habe ich von meinem Freund Julian schöne Funktionssocken geschenkt bekommen und die sind tipptopp, Julian. Die habe ich gern an. Der Vorteil an diesen Funktionssocken habe ich schon gemerkt, also die sind, die wärmen recht lange und ich schwitze nicht so in diesen Socken. Ist schon ganz gut. Früher habe ich immer ausschließlich Wollsocken getragen. Aber mit denen bin ich noch zufriedener. So, das ist ja mein Hanwag. Jetzt zeige ich euch mal noch einen Schnürsenkeltrick. Die Kamera scharf stellen. Jetzt zeige ich euch noch so einen kleinen Schnürsenkeltrick. Den habe ich mal von Lone Woodpicker abgeschaut, schon ein Weilchen her, da hat er mal ein Video dazu gemacht. Also, einfach Schuh zubinden, ganz normal binden, hier die Schlaufe, dann gehe ich ja hier rum und stecke die Schlaufe hier durch und würde festziehen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich nehme diese eine Schlaufe hier und führe sie nochmal hier unten durch und ziehe dann erst zu. Das hat den Vorteil, dass meine Schlaufe nicht mehr aufgeht, dennoch kann ich mit einem Zug den Schuh wieder öffnen. Also nochmal etwas näher. Also Schuh ganz normal binden. Hier dann die Schlaufe herum. Die Schlaufe wird hier durchgeführt. Dann würde ich jetzt zuziehen, mache ich aber nicht. Ich nehme diese Schlaufe und stecke sie nochmal hier unten durch und ziehe dann fest. Hat den Vorteil, mit einem Zug bekomme ich den Schuh wieder auf und er ist dennoch gesichert wie mit einem Doppelknoten. Es gibt ja diese Möglichkeit hier, diese Doppelknotentechnik, aber ja, da bekomme ich den Schuh mit einem Zug nicht mehr auf. Und mit der anderen Variante geht es eben sehr leicht. Einmal rum, das Öhrchen durch und zack. So. Was ich auch immer mache, bevor ich alles einpacke, den Trangia wieder befüllen mit Spiritus. Da liegt auch noch Schmutz drin, ein Streichholz, muss ich noch rausholen. Einfach, damit mein Zeug immer einsatzbereit ist. So, kommt wieder Spiritus rein. Immer alles einsatzbereit halten, jederzeit. Wenn man Zeit hat, wenn es einem gut geht, muss man die Zeit nutzen. Und ja, wenn dann mal ein Notfall eintritt oder man es eilig hat, dann hat man weitestgehend alles parat. So. Gestern Abend war es auch so, dass mir die eine Taschenlampe, die True Night, dass die teilweise ausgegangen ist, wenn die Batterie schwach werden. Da habe ich dann auch gleich geschaut, gleich neue Batterie rein. Vor allen Dingen in der Nacht, ja, dass die einsatzbereit ist, die Taschenlampe. Das ist enorm wichtig. Licht ist sehr wichtig. Deswegen habe ich zwei Taschenlampen dabei. Ich werde sogar drei beim nächsten Mal mitnehmen. Eine Stirnlampe noch. Also das ist sehr wichtig, Licht in der Nacht hier draußen. Ja, das Wetter sieht doch vielversprechend aus. Wunderbar. Sonne, blauer Himmel. Aber es gibt nicht umsonst das Sprichwort, hier im Wald regnet es zweimal. Ja, und jetzt gestern Abend habe ich die
Fichten eben geschützt vor Schnee, aber ja, jetzt tropft eben von den Fichten alles runter, das ganze Wasser, der ganze Schnee schmilzt und ja, muss man sich merken. Das Gute an diesem Schlafsack ist, dass er außen eine wasserfeste Hülle hat. Und ich kann den Schlafsack locker außen am Rucksack dran machen, ohne dass er innen nass wird. Okay. Oh ja. Noch schwerer, weil alles jetzt mit Wasser vollgesogen ist. Okay, los geht's. Ah ja, so eine Bewegung tut schon gut. Ich merke, wie langsam meine Füße wieder aufwärmen. Meine Finger sind sowieso warm, weil ich so dünne Strickhandschuhe anhabe. Die sind sehr gut. Ah ja. Wunderschön wieder. Herrlich. Rucksack sitzt auch einigermaßen gut, obwohl er kein Bauchgurt hat, der jetzt auf der Hüfte aufliegt oder so, aber passt schon. Wenn es für unsere Soldaten taugt, dann muss es auch für mich taugen. So habe ich die ganze Zeit gedacht. Wobei die ja mittlerweile auch schon gute Rucksäcke haben, aber nicht alle. Viele haben noch diesen einfachen Kampfrucksack. Oder sieht es anders aus in der mittlerweile? Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, der Kampfrucksack ist noch aktuell. Ah ja, da hinten kommt jetzt eine Hütte und eine Grillstelle. So, hier ist jetzt ein Brunnen an dieser Hütte und da werde ich die Gelegenheit nutzen und gleich mal Wasser auffüllen. Ja, heute zweiter Tag und jetzt merke ich den Rucksack kaum noch. Bin gut eingelaufen wieder, mein Körper hat sich akklimatisiert. Ich hatte jetzt nur vorhin ein bisschen so Entscheidungsprobleme, wo ich heute hingehe. Im Wald, da kommen jetzt richtige Schneeladungen runter. Ist teilweise auch gefährlich, so ein Schneematsch auf den Ästen. Es erhöht die Gefahr, dass dann mal so ein Ast runterkommt, weil dieser mit Wasser vollgesogene Schnee ist recht schwer. Da muss man bei diesem Tauwetter besonders vorsichtig sein. Aber ich habe jetzt auf der Karte eine schöne neue Stelle gesehen. Sieht vielversprechend aus, mit einer wunderschönen Aussicht müsste da sein.
da werde ich jetzt hinmarschieren. Ja, ich denke mal, ich werde am frühen Nachmittag dort sein und dann dort gleich die Rast einlegen. Ja, alle Sachen im Rucksack sind noch nass. Mit Feuerstellen ist es hier schwierig. Es ist halt, muss ich schauen, ob ich da nachher an der Stelle, wo ich später lagere, mein Hobo anfeuern kann. Aber ja, mal gucken. Ich habe jetzt hier höchstwahrscheinlich im Schnee den Abdruck eines Hirsches gefunden. Das ist eine recht große Spur eines Schalentieres und also ein Reh kann es nicht sein. Es muss auch recht frisch sein, weil es hat ja erst vor kurzem geschneit. Was sehr interessant, freut mich natürlich riesig, so einen großen Abdruck mal zu sehen. Sonst immer nur Rehe. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt in diese Richtung ein Hirsch in den Wald reingestiefelt ist, wow, das ist natürlich schon urig. Ich habe meinen Platz für die heutige Nacht gefunden und es ist ein absoluter Traumplatz. Wunderschön. Hier ist so ein Berghang. Ich stehe hier auf so einem kleinen Plateau, da kann ich eben schlafen und habe mein Fernglas nicht umsonst mitgebracht, weil hier ist eine wunderschöne Aussicht. Da unten ist nur, hier ist nur Wald, nur Täler, vielleicht vereinzelte Bauernhöfe, aber kein Dorf, gar nichts. Absolute Stille. Man hört nur das Rauschen eines Baches da unten. Wow, absolut traumhaft. Ja, hier ist Südseite. Die Sonne habe ich jetzt noch den restlichen Tag. Schön, schön. Also dann baue ich jetzt mal mein Lager auf und dann muss ich mal was essen. Ich habe heute nur Trockenfrüchte und Walnüsse gegessen und jetzt habe ich schon langsam mal Hunger. Jetzt beim Lageraufbau ist es für mich wichtig zu wissen, woher der Wind kommt, damit ich mich dementsprechend davor schützen kann. Ja, meiner Erfahrung nach wird der Wind abends ein bisschen stärker hier oben, nimmt zu, kommt so ein kalter, kühler Wind. Ja, also werde ich jetzt mal, gut, man sieht meinen Atem und da kann ich genau sehen, wo der Wind herkommt. Manchmal ändert das sich auch. Aber ich kann mich ja von zwei Seiten schützen mit meinem BW, mit meiner BW-Zeltbahn und dem Tarp. Müsste ganz gut gehen. Ah ja. Gut. Erstmal wärme ich meine Tasse auf. Mal ruhig mal kochen. Dann nehme ich den griechischen Bergtee, der ist auch sehr lecker. Sehr gesund. Rein damit. Gut. Mein Shelter steht, ich bin geschützt von zwei Seiten. Hier vorne, da zieht gerade so eine richtige Nebelwand heran und es sieht sehr interessant aus. Ich bin hier absolut geschützt. Ja, die Wetterseite wird hier gut abgedichtet mit diesen beiden Tarps. Und ja, hier ist mein kleiner Kochplatz.
Hier werde ich schlafen. Hier unten drunter habe ich viel Platz für mein Gepäck. Kann nichts schief gehen hier und kann jetzt den Abend genießen, mich stärken. Bin gespannt auf den Morgen, wenn die Sonne hier hochkommt. Bestimmt traumhaft. Gut, jetzt werde ich aber erstmal hier ein leckeres Süppchen kochen. Ich habe Markknochen dabei, ich habe Suppenfleisch dabei, ich habe vom Dammhirsch ein Stückchen Lende dabei. Es wird also sehr, sehr fein und ja, mein Körper braucht halt Kraft. Und da würde ich sagen, lege ich jetzt mal los. So. Okay. Meine Decke. Ich bin bereitgelegt. So. Gut. Decke brauche ich erst später. Sind nur schon mal bereitgelegt. Ein bisschen an den Knien vielleicht vorne. So. Gut. Kann ich auch noch ein bisschen aufmachen. Ja, das ist also Dammwild hier. Und dank dieser Non-Stick-Beschichtung klebt da nichts an, weil ich habe nämlich Fett vergessen. Öl oder Butter, aber geht jetzt auch so. So sieht das Süppchen dann aus. Da kommt jetzt noch gleich Karotte rein, Petersilienwurzel und dann lasse ich mir das schmecken. Die Suppe ist gleich fertig und ich habe eben ein wenig probiert und die schmeckt köstlich, köstlich. Gerade jetzt hier draußen. Ein Süppchen mit Zwiebel, Knoblauch, Karotte, Petersilienwurzel, Petersilienblätter, Basmati-Reis, ein Suppenknochen mit Knochenmark und ein Scheibchen Suppenfleisch. Herrlich! Es zieht wieder ganz schön an, aber wenigstens ist alles trocken heute Nacht. Das ist schon mal ein Vorteil. Ich habe gerade bemerkt, die Öffnung hier zeigt nach Osten. Ich hoffe, die Sonne kommt morgen schnell raus, dann kann sie mich wieder wärmen. Aber ja, nach der Suppe werde ich gut schlafen. Ja, das sind die kleinen kurzen Momente, warum ich das hier mache. Dieser Waldkauz, der da draußen ruft. Vor mir das Rauschen eines Baches. Dahinter die noch im Mondesschein zu sehenden Tannenwipfel. Heute Nacht ist nämlich noch Vollmond, deswegen habe ich die Tour extra so gelegt, damit die Nächte auch schön hell sind. Denn nur bei Vollmond ist es eben so hell wie jetzt. Und ja, das ist, da kann man eben noch viel sehen. Guten Morgen, Leute. Das war eine sehr kalte Nacht. Nicht für mich, aber hier draußen. Alles voll mit Raureif. Und ja, hier geht ein eisiger Wind. Ja, um mich herum ist alles voll Raureif, aber die Nacht im Schlafsack war einigermaßen warm. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Also ich habe bis jetzt sehr warme Füße. Nur am Rücken war es mir ab und zu mal leicht fröstelig. Ich habe mich so alle 2-3 Stunden gedreht. Bin immer wieder zwischendurch aufgewacht, weil es halt auch ein bisschen hart ist immer auf dieser BW-Isomatte. Schlafsack ist jetzt außen ziemlich nass. Ja, auch wieder Körper von der Körperfeuchtigkeit, sage ich mal. Und ja, ich habe da so verschiedene Techniken angewendet heute, wo es mir warm war im Schlafsack. Das hatte ich so vorher auch noch nicht. Da werde ich später speziell noch drauf eingehen. Das ist eine ganz gute Sache. Jo, jetzt werde ich mal gucken, dass ich hier langsam aus dem Schlafsack rauskomme. Und dann muss ich erstmal gucken. Ich hoffe, das Wasser in meinem Sawyer-Beutel ist nicht gefroren. Den Sawyer habe ich zum Glück in den Schlafsack reingemacht. Der wäre sonst jetzt hinüber. Und ja, sonst kann eigentlich nichts passiert sein. Gut, der Spiritus ist jetzt auch eiskalt, da hat man dann auch Probleme, den anzufeuern. Muss ich mal gucken. Okay, Leute, jetzt muss ich mich erstmal frisch machen. Aufstehen und wenn man nach der Kälte aufsteht, in so einer Nacht, gleich mal ein bisschen bewegen.
und dann ja, Kaffee kochen, einpacken und schnell weg hier. Mal gucken, vielleicht warte ich noch, bis die Sonne hochkommt. Sieht bestimmt noch schön aus. Ja, und dann einfach loslaufen. Ja, wunderschön, da hinten geht jetzt langsam die Sonne über die Berggipfel auf. Und ja, da müsste es eigentlich wärmer werden. Wir haben blauen Himmel. Könnte noch ein schöner Tag werden heute. Nur der Wind, der ist eisig, der hier durchs Tal pfeift. Wow, was für eine Stelle. Hammerhart. Und ohne diese Schutzwand hier, weil genau da bläst der Wind rein, hätte ich es kaum geschafft. Ja, das wäre eine arschkalte Nacht geworden. Die Wand hier, dieses Shelter, das war ein guter Schutz. Also da lobe ich mir diese Tarps. Ohne Tarp, ohne Zelt, keine Chance hier draußen. Also irgendwas ohne Handschuhe anfassen, das geht gar nicht. Jetzt habe ich es mir hier schön gemütlich gemacht. Ziehe mir den Schlafsack so am Rücken. Und zum Glück hat diese Jacke so einen hohen Rand hier. So, Knie abdecken, ganz wichtig, die kühlen sofort aus bei mir. Dann mache ich die Decke gleich mal doppelt. So, gut, so geht es mir gut. Ich sitze hier, habe nur kalte Fingerspitzen, die werden gleich wieder warm. Tippitoppi. Okay, jetzt versuche ich den Drang hier anzuheizen. Da bin ich natürlich schlecht ausgerüstet. Ich habe nur Streichhölzer mitgenommen, ein Fire Steel, aber jetzt so ein Sturmfeuerzeug. Ich habe zu Hause so ein Expeditionsfeuerzeug mit Sturmflamme und so einer Gasflamme, das wäre jetzt optimal. Jo, habe ich auch nicht dran gedacht. Auf die Seite stellen. Jo, haha, super Sache. Die Hände sind so kalt, ich merke die Flammen kaum. So, dass das auch gut sitzt hier. Jawohl, hebt. Okay, Mission Trangia anzünden hat funktioniert. Jetzt steht meinem Kaffee nichts mehr im Wege. Ja, und dann packen wir mal langsam ein. Heute Nacht waren viele Eulen da oder Waldkauz. Hat immer mal wieder ja, so Geräusche gegeben. War sehr interessant. Ist auch einmal hier in der Nähe geflattert. Ich habe es flattern hören. Schön. Ja, jetzt haben wir schon das nächste Problem, Wasserproblem. Und zwar habe ich ja hier in den Beutel das ungefilterte Wasser drin, das ist aber jetzt auch leicht angefroren und kristallin, so Eiskristalle drin. Und da traue ich mich jetzt nicht ganz, das durch einen Sawyer Wasserfilter zu jagen. Ja, aber ist jetzt in dem Fall ist es egal, weil das Wasser koche ich eh ab. Dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren. Aber zukünftig, ja, im Winter mit dem Sawyer, das ist so eine Sache, da müsste ich vielleicht ja, vorm Schlafen gehen, das Wasser auch mit in den Schlafsack nehmen. Ja, oder eben, ich könnte noch dieses Wasser aus der Thermoskanne nehmen. Das hatte ich gefiltert, habe es abgekocht, da reingemacht. Aber ja, ich habe lieber erstmal frisches Wasser, sonst könnte ich das auch noch machen. Also im Winter muss ich auch dran denken, im Sawyer, mit dem Wasser, wenn es gefriert, dann kann ich es auch nicht mehr filtern. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ah ja, und was ganz wichtig ist, weil das Wasser kann ich sowieso ganz schlecht trinken. Auch gestern habe ich wenig Wasser getrunken, weil das Wasser so eiskalt war. Und wenn es dann im Bauch ist, das tut mir überhaupt gar nicht gut. Thermoskanne habe ich zu Hause. Unbedingt eine Thermoskanne, ab jetzt nur noch Tee. Immer Wasser kochen und Tee kochen, abfüllen in die Thermoskanne, dass da immer Tee drin ist. Und das kann ich trinken. Jetzt so einfach das kalte Wasser, das ist so kalt. Das, ja, das tut einfach nur weh im Bauch. Okay. Ja, so lernt man immer wieder dazu. Das nächste, langsam werden die Kameraakkus
hinübergehen ist natürlich schon eine große Belastung, die Kälte für die Akkus, da entleeren die sich oder entladen sich auch teilweise. Ja, ich habe ja noch meine andere Sony Handycam, auch HD dabei, also ich habe noch genug Kameras und Akkus da, um zu filmen, nur mit der Spiegelreflex könnte heute im Laufe des Tages dann vorüber sein, dann geht es einfach weiter mit der Handycam. Ich bleib dran, Leute. Jo, mein Smartphone ist auch am Laden. Da habe ich ja diesen Akku-Pack, tipptopp. Auch bei der Kälte funktioniert es. Gucken wir mal. Jo, vorhin war es bei 24%. Ich denke mal vor einer Viertelstunde. Jetzt sind wir schon bei 32%. Tipptopp. Also elektronisch gesehen bin ich gut ausgerüstet. Vielleicht noch einen größeren Akku für die Spiegelreflex und dann haut das alles hin. Ja, und eine Actioncam noch. Das sind alles so die Sachen, weil wenn richtig Schnee liegt natürlich, dann kommt die richtige Winterexpedition. Dann geht es raus und ja, da muss mein Zeug taugen. Da muss ich wissen, wie man hier draußen zurechtkommt, wie das alles läuft, mich wieder eingewöhnt haben. Ja, und jetzt hier am, was haben wir heute, den dritten Tag, genau, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist heute, ist mein Körper soweit akklimatisiert, da mir geht es tipptopp. Also so am ersten Tag, am ersten Morgen, da ging es mir nicht so gut, irgendwie bis der Körper sich umgestellt hat. Jetzt tipptopp draußen, wunderbar. Gut, das reicht schon. Deckel drauf. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ah, ja. Dieser Wind und die Sonne haben einen riesigen Vorteil. In 0, nix wird alles trocken, wie ein riesiger Föhn, wie ein großes Gebläse. Gestern war noch alles feucht im Wald, tropfte es von allen Bäumen herab. Damit ist jetzt Schluss und ja, so macht das Wandern wieder Freude. Wie man hier im Hintergrund sehen kann, am Himmel zieht eine Wolkenfront auf und ich bin gespannt, was da jetzt für ein Wetter kommt. Es geht auch ein ganz schöner Wind hier. Diese Wolkenfront bringt was mit. Mal gucken. Hier an dieser Stelle, auf dieser Bank, ist immer der beste Handyempfang. Und da habe ich jetzt erstmal ein bisschen socialized. Ich bin ja auch bei Instagram und Facebook aktiv und ja, habe jetzt ein paar Bilder von der Tour hochgeladen, speziell bei Instagram. Ist eine tolle Sache, man kann da schöne Schnappschüsse machen, die noch ein bisschen bearbeiten und ja, da findet ihr mich auch, wenn ihr die Bilder sehen wollt. Es sind jetzt auch 141 Bilder mittlerweile und ja, über 500 Follower und ich danke euch Leute. Instagram macht mir auch immer mehr Spaß. Ja, und ich fände es ganz toll, wenn ihr mal bei meinem Instagram-Account reinschaut. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Ja, jetzt geht es wieder runter ins Tal. Ab da ist wieder Tutti mit Smartphone, dann war es das schon wieder. Es ist so eine Zwangsabstinenz hier im Schwarzwald, was auch ganz gut ist, weil zu viel möchte ich auch nicht die Zeit damit verbringen.
Moos ist ein sehr guter Schwamm, um Töpfe und Pfannen zu reinigen. Einfach etwas Moos vom Baumstamm oder Stein abmachen und damit die Pfanne ausreiben. Es geht wunderbar. Als nächstes fülle ich mir wieder mein Wasser auf. Dazu nehme ich wieder meinen Sawyer Wasserfilter. Ich fülle mir beide Beutel hier mit schmutzigem Wasser voll. Das kann ich dann am Lager filtern. Und diese Flasche, die fülle ich mit gefiltertem Wasser gleich hier vor Ort, damit ich ständig was zum Trinken habe. Das Wasser geht oft schwer rein in diese Beutel. Am besten, wenn man kurz vorher einmal reinpustet und diese Beutel aufplustert. So, ihr lieben Leute, ich habe wieder Wasservorräte aufgefüllt. Hier unten liegen zwei schöne große Stangen für mein Tarp, das brauche ich gleich. Hier am Wegesrand wurden Bäume gefällt, da habe ich gleich zugegriffen. Ich habe auch eine gute Portion Birkenrinde mitgenommen fürs Lagerfeuer gleich. Und ja, es ist noch recht früh am Tage, die Sonne ist noch ein Weilchen da. Jetzt kann ich mich also gut einrichten. Und ja, es bleibt nur noch eins übrig eben. Bisschen schauen nach Trockenheit, dass meine Sachen etwas trocknen, was essen, und dann bin ich schon ganz zufrieden.